Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ja, der Kuckuck. Ja, wir gehen erstmal in die Stadt zurück. Wo waren wir denn zuletzt? Wir waren im Libellentor, sind ein Stückchen... Nee, zu Hause nicht. Nein. Gareishaus. Genau. Da müssen wir hin. Wie viel hat man denn gefangen, du? Fünfer? Vierer, Fünfer? So was in der Richtung? Okay. So, einmal bitte reinigen. Alles healen. Wäre ganz lieb. Göttliche Magie zu bewirken macht müde. Jep, das kennen wir ja schon alles. In Nagi-Zauber beschwören. Unseren Fall. Na komm. So. Jo. Mal gucken, ob wir wieder was fusionieren können. Dann werden wir die Augenwege noch abgehen. Im Libellentor. Okay. Schauen wir mal. Vereinen. Das ist unser kleiner Kratos. Der hier ist der neue. Das ist der Drache, ne? Na, wir haben ein paar Drachen. Okay, Kratos nehmen wir zuerst. Dann den. Gestalt ansehen. Da ist er. Sieht nicht mehr ganz blau aus. Jetzt sieht er schon ein bisschen böse aus. Er würde ein Level abkriegen. Die Abwehr würde um 1 sinken. Er würde mehr in Richtung Tempo gehen. Und Erde würde wesentlich stärker werden. Ein Level. In 30 Abwehr würde auf 1 Abwehrpunkt verlieren. Abwehrmagie würde aber 1 dazu kriegen und Tempo wäre um 2 erhöht. Nee, noch nicht vereinen. Wenn ich jetzt nochmal so einnehmen würde. Da würde sogar der Abwehrpunkt nochmal um 1 steigen. Level 1 und 2 Angriff dazu. Gucken wir uns mal die Gestalt an. Mit so einem Panzer. Das sieht schon cool aus. Ja. Das vereinen wir. Und 2 Angriff der Magie. Naja, gut. Dafür wird der Grundschaden aber erhöht, die Grundstärke. Das ist schon ganz gut. So, jetzt können wir aber noch was zusammenbasteln können. Kratos, nö. Kratos, würde ich sagen, bleibt. Ende. Sollen wir fein werden? Ja. Vielleicht jetzt mit dem hier. Okay, die Stärke wieder verlieren. Wie sieht die Gestalt aus? Gestalt ansehen. Von den Stats her ist nicht so toll. Nee, optisch ist es auch normal. Nein. Und nochmal mit dem Terrafane, da würde sich gar nichts verändern. Gestalttechnisch würde sich auch nichts verändern, oder? Nee. Nein, brauchen wir nicht vereinen. Dann würde ich sagen, machen wir die anderen hier. Ich weiß nicht, wir könnten auch 2 davon einfach hier vereinen. Nee, warte mal. Wir könnten auch 2 sowas vereinen. Mal gucken, was kommt denn dabei raus. Oh, ein kleiner Panzerdrache. Ist ja niedlich. Aber der ist leider jetzt auch Erde. Nee. Das ist das Problem, der ist auch Erde jetzt. Ich würde sagen, spinnen wir mal was. Machen wir das wieder. Will zu Geld. Das kann man leider mal verkaufen gehen. O Krieger der Gerechtigkeit. Jawohl. Gib uns unser täglich Brot. So. Das können wir jetzt gleich verkaufen gehen. Und dann holen wir uns ein bisschen Heilzeug, weil der Libellenkorridor ist doch etwas deftiger. Jawohl, Ende. So. Speichern wir das gleich mal. Speichern. Jawohl. Okay. So.
Schmied. Wollen wir mal... Wir gehen erstmal das Zeug verkaufen, dann gehen wir zum Schmied. Wahrscheinlich hat er doch noch eine bessere Waffe oder eine Rüstung mal für uns. Laden. Gehen wir erstmal in den Laden. Verkaufen das bisschen Zeugs, was wir haben. Hallo. Oh, waren wir doch gar nicht hier? Doch, wir waren doch mal bei dem, oder? Ich weiß nicht mehr, wo ich dann die lange Aufnahmepause gemacht habe. Wo ich da war zuletzt. Keine Ahnung. Okay, verkaufen. Krugwurst. Das behalten wir alles schön. Hier, die Donnerseite. Wir haben Wolkenseite und Donnerseite. Ja. Oh, das gab gut Geld. Okay, Krugwurz. Speziallikör. Eine Krugwurz haben wir bis auf 5. Jetzt kaufen wir was. Okay, wir haben 5 Krugwurz. Ich würde sagen, wir nehmen... Ne? Da haben wir 20. Das ist okay. Meter. Können wir 5 mitnehmen. Und Schablikör haben wir keinen mehr. Wir nehmen mal 10 mit. Wir nehmen mal 10 mit. Ja. Tentai Uyaku, das hielt, glaube ich, komplett. Ne? Also, dass jemand, der umgefallen ist, hielt das wieder komplett hoch. Ist natürlich auch echt gut. Leider reicht unser Geld dafür jetzt nicht mehr. Aber ich will nochmal zum Schmied. Vielleicht hat er noch irgendwas Gutes für uns. Wäre natürlich nicht schlecht. Sehen wir eigentlich auch irgendwo, was wir jetzt gerade für Aufgabe haben direkt? Status, Löchger, wertvolles Nutzen, Ausrüstung, nö. Kratos, ne, hier ist halt lang. Option, ne. Sehe ich nirgendwo? Na gut. Herr Schmied. Der Kauf? Ja, ja. Natürlich möchte ich was kaufen. Ist doch ganz klar. Was hast du denn? Waffen. Okay. Tempo. Das ist erhöhen bei einem Messer. Bronzeschwert. Wo wird der Angriff hochgehen um 1? Schnelles Schwert. Oh, das schnelle Schwert. Angriff um 1. Und Tempo wird sich enorm erhöhen. Angriff Magie. Wir greifen eh nicht mit Magie an. Also insofern, das kann uns egal sein. Und schnelles Schwert. Das gönnen wir uns jetzt mal. So. Rüstung. Lederweste, Göttenhand. Ich will halt auch viel auf Tempo gehen. Lederweste ist natürlich. Das macht unsere Abwehr. Wow, Abwehr auf 31. Das könnten wir uns noch leisten. Aus Tempo wird es sinken. Beschreibung: Rüstung. Aus Eisenblech hergestellt. Schwer widersteht Angriffen gut. Andere Sachen. Ich würde mal ganz kurz unsere Waffe anlegen wollen. Dann gucken wir mal, wie viel das dann noch abmacht. Also wie viel es noch abzieht. Ja, 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 komm. Wir legen mal Ausrüstung. Wir legen mal unser schnelles Schwert an. Das erhöht unser Tempo enorm. Das ist schon mal gut. Und jetzt, ja? Gucken wir mal, wie viel die Weste uns noch abziehen würde am Tempo. Ach nee, halt, verkehrt. Ja, verkehrte Taste. So. Ja, 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 komm. Lass mich shoppen. Ich habe noch ein paar Yen, die ich ausgeben will. Kaufen. Rüstung. Die ganz große. Okay, dann haben wir 24. Bei Tempo ist halt gut, das heißt, wir können schneller angreifen. Öfters, ne? Selbst wenn wir jetzt gegen 2 Gegner stehen. Das ist jetzt das 27. So, ja, das... Na, wenn dann schon richtig. Wir hatten gerade Tempo 21, ne? Wir würden durch das schnelle Schwert immer noch 3 Punkte gut machen in der ganzen Geschichte. Puh, ja, komm. Ach komm, wir machen's. Jawohl. Wir verkaufen mal noch Waffen. Der kostet 3. Das Messer können wir verkaufen.
Brauchen wir ja nicht. Wollen wir den Ufer kaufen? Den Aquasor? Den haben wir ja im Wald gefunden. Schau, dass man hier zu dem Zeitpunkt hier, dass man keine Kiste oder so hat, ne? Wo man das reintun kann. Das finde ich echt schade. Das ist der Brustpanzer. Den legen wir uns erstmal. Überhalten wir den Kampfstab. Den haben wir im Wald gefunden. Ja, mit Mühe und Not. War ein gefährlicher Wald. Mit vielen Monstern. Ausrüstung. Jägerweste. Jetzt kommt eine richtig fette Brustpanzer dazu. Jetzt haben wir auch einiges mehr Abwehr. Finde ich gut. So, jetzt können wir wieder in den Wald gehen. Huch, Hilfe, ich häng fest. Wir gehen wieder in den Wald, würde ich sagen. Haben wir noch irgendwas hier? Seitenspinnerei? Ach du, nicht so viele. Ja, gut, gehen wir. Ah, Barrierentor. Käferwald, Libellenwald. Ich würde sagen, wir gehen direkt in den Libellenwald. Ja, hingehen bitte. So, wir sind, schon überlegen, wie wir gerannt sind. Wir sind hier vorne gleich nach oben abgebogen. Wir können jetzt mal nach links gehen und in den Tunnel dann runtergehen. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Gar kein Gegner hier. Oh. Was ist denn jetzt los? Weil hier das Gesicht, was hier drüben war, erinnert ihr euch? Das ist auch weg. Das respawnt doch eigentlich alles. Sobald ich das verlasse. Wo sind die Monster? Wo sind die Monster? Huch. Wir sind nach oben gegangen. Da müsste ja jetzt auch wieder ein Monster eigentlich sein. Ist es aber nicht. Gut. Wir gehen mal nach unten. Jetzt, wenn wir unten nachgehen, dann müssen wir theoretisch in so eine Höhle kommen. So, du, komm her. Wollen wir unseren Angriff mal testen? Wir testen es mal. Komm. Oh, guck mal, so ein kleines. Oh, ja, doch. Auf eine Stufe 4, ne? Also. Unsere Abwehr, hä? Dann würde ich sagen, fangen wir das gleich mal. Wenn wir gerade mal hier sind. Und unser Tempo hat sich auch noch erhöht. Ach, ist das schön, aber kann man schauen. Ach Gott. Er kann mal so eine richtige Erdattacke machen. Ich würde das gerne mal jetzt sehen. Da unsere magische Abwehr ja ein bisschen gesunken ist. Aber das scheint hier den ganzen keinen Abbruch zu tun. Zähne zieht das ab. Wenn ich jetzt nochmal angreife, krittet's. Dann zieht es ein bisschen mehr ab. Also würde ich sagen, wir fangen es mal. Mal gucken, ob es klappt. Wenn wir Glück haben, klappt es. Gleich auf Anhieb. Na, klappt's? Ja, ist gut aus. Sieht gut aus. Ja, Freude. Ach, Mist. Ganz knapp. Okay. Ich fände es cool, wenn wir in der heutigen Aufnahmesession, also ich mache, ich denke mal so zwei Videos vielleicht, nur als das und noch eins. Ja, vielleicht unseren. Oh, da liegt was. Da liegt was. Irgendetwas schimmert neben einer Statue, in die ein Ortsname eingraviert wurde. Skelettschlüssel aufgenommen. Huch, da wurden sie kurz munter. So, die sind ja eigentlich ziemlich deftig, das ist unser ultimativer Test. Weiß genau, nach links geht's auch noch anscheinend. So, du kleines Kerlchen. Weißt du was? Kratos ist auch stärker geworden, er wird sich freuen, euch zu sehen. Spezial, Erdangriff. Oh ja. Oh, guck mal, der ist wesentlich größer jetzt. Kratos ist wesentlich größer geworden. Machen wir normalen Angriff, ja?
brauchen wir unsere Punkte. Oh, hier darf sogar zweimal angreifen, weil das Tempo sich so erhöht hat. Ach, ist das schön. Ja, jetzt wird das Level mit dem auch richtig gut, denke ich. Mal gucken, ob wir vielleicht in den zwei Folgen jetzt auf... Ja, auf Stufe 10 bringen, also Stufe 7. Okay, ne, mit dem XP nicht. Das wird nichts mit den XP. So, ich häng fest, Hilfe. So, Kollege, komm ran. Mal gucken, ich würde vielleicht erstmal nach links gehen, bevor wir nach rechts gehen. Ach, nicht fangen, rufen. Machen wir normale Angriffe gleich. Zack. Na, magischer Angriff? Nein, normaler Angriff. Ja, unser Kratos kann halt mit diesem, ne, mit diesem kleinen Sprungangriff, mit diesem Anspringen, ist natürlich da wesentlich besser, weil er die kleinen Flügel hat, gleitet er viel elegant hoch und dann wumm. Ne? Man darf Kratos nicht unterschätzen. Weg. Sehr gut. Hätte natürlich auch wechseln können und das fangen können. Aber hätte Kratos keine XP gekriegt, was sehr schade gewesen wäre. Speziallikör. Ich würde sagen, wir gehen erstmal, also drüben ist der Tunnel, also rechts oben. Ich würde sagen, wir gehen nach links. Oh. Okay. Es geht kein links. Na gut. Dann gibt es nur ein rechts. Hier oben lag ja letztens was. Da liegt auch nichts mehr. Komisch. Tunnel? Tunnel. Höhle? Wir können vielleicht gleich erstmal noch uns healen. Da vorne ist eine Schildkröte. Ich würde sagen, wir gucken erstmal nach links, oder? Gucken erstmal nach links. Na gut. Wenn es hier weitergeht, gehen wir mal dort lang. Hallo Schildkröte? Bist du eine Schildkröte oder bist du ein Frosch? Nee, Schildkröte. Was haben wir denn hier? Ich kann ja nichts machen. Okay. Ich würde sagen, du. Ich habe noch gar nichts gesehen. Stufe 4, Rigu. Okay. Okay. Ich greife dich mal direkt an. Das sieht aus wie ziemlich viel Verteidigung. Ja, doch, hat was. Aber ich darf gleich zweimal angreifen. Gut, der ist Schildkröte, der ist wahrscheinlich ziemlich langsam. Nur haben wir mehr Tempopunkte immer noch. Naja, doch, ganz okay. Oh, jetzt darf er doch angreifen. Oh, eine Magie an. Au. Das war böse. Ich hätte gerne mal irgendwie Feuer, so ein paar Feuerelemente. Wenn wir hier wahrscheinlich nicht so fündig werden. Ich werde mich dann gleich mal healen vielleicht. Mal gucken. So, 28 hat er noch. Ich kann nochmal angreifen, das wird. Jetzt können wir anfangen. Oh, krass. Er hat gar nicht angegriffen. Das ist ja krass. So, den nehmen wir. Den nehmen wir mit. Guck mal, vor ringsrum so optisch jetzt. Wie so eine Höhle gemacht, ne? Wie so eine Gruft. Cool aus. Level up, super. Fangstufe erhöht. Okay, jetzt werden wir aber mal, bevor wir jetzt weiterlaufen. Achso, muss ich Ende drücken noch. Healen wir uns erstmal. Nützen, Kokos. Wir haben ja genug mit. Aber warte mal, wir können ja gleich hier. Obwohl, die Meta hilft mal für den Kampf auf. Die hilft mal für den Kampf auf. Ne? Vielleicht kriegen wir sogar mal die Leuchtkäfer-Dinger voll. Das finde ich auch ganz cool eigentlich. Hier scheint es rauszugehen, da Licht ist. Ich würde erstmal hintergehen.
also überall raus. Gerade durch würde ich sagen, gehen wir dann später. Gehen wir erstmal hier lang. Dann kommen wir hier lang. Hier geht's auch raus. Gehen wir erstmal hier raus. Warte mal, hier vorne ist eine Steinsäule. Ah ja, da komme ich wieder auf den anderen Bildschirm bestimmt. So, ich bin gespannt, wo kommen wir jetzt raus? So wie sie rauskommen. Wir gehen mal hier direkt. Du, darf ich da mal hin? Nein, darf ich nicht. Okay. Und ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende. Wir sehen den Kampf gegen die Rigu-Zwillinge in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Tschüss.